Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Guild Wars 2. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr es seht, ja? Aber ich finde, dafür, dass wir erst 2 Tage Guild Wars spielen, sind wir schon auf Level 41. Wir haben die Hälfte des Level Grinds hinter uns sozusagen, haben gerade mal ein Gebiet oder 2 Gebiete fertig erkundet und eine Hauptstadt. Und jetzt kommt der schönste Part. Wir steigen auf. Wir kommen jetzt in die bekannteste Stadt von Guild Wars 2, meiner Meinung nach. Und zwar Löwenstein. Und Löwenstein war schon in Guild Wars 1 einer der bekanntesten und größten Städte. Und hier in Guild Wars 2, ich bin mal gespannt, was uns erwartet in Löwenstein. Und ja, ich kann es kaum abwarten, Freunde. Deswegen, wir gucken mal, dass wir hier rauskommen. Wir haben jetzt so viele Dinge erledigt gehabt. Unsere Story geht natürlich weiter. Und das geht mir hier übelst auf den Senkel, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil ich was ausgerüstet habe, was ich noch nicht geskillt habe, wahrscheinlich. Aber ich kann jetzt erstmal die Siegelausbildung, die habe ich fertig, ne? Ja, die Siegelausbildung ist fertig. Und die Glyphenausbildung wird auch fertig sein, denn, ne? Trainieren wir das mal. So ist die Glyphen auch fertig. Dann sollte ja bald nicht mehr die Meldung kommen, ne? Und wir haben jetzt das Problem, wir können uns jetzt hier eine zweite... Nee, erst mit 45, okay. Mit 45 haben wir das zweite Mal die Möglichkeit, eine weitere Spezialisierung hinzuzunehmen. Ich kann ja hier oben immer wechseln zwischen den Elementen. Zwischen den Elementen. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was ich nehmen soll. Was sinnig wäre, da müsste ich nochmal schauen, genau. Aber derzeit haben wir ja nur Feuer geskillt. Deswegen bleiben wir auch bei Feuer, ne? So, wir haben die Siegel, haben wir auch soweit fertig. Dann schauen wir mal, was wir jetzt sonst noch machen können. Hebt einen Zustand auf und heilt euch. Das werden wieder so Heildinger-Geschichten sein, ne? Warte mal, hier. Heilende Zustände. Okay. Teleportiert euch zum Zielort. Na, teleportieren will ich mich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Schützt euch mit einer Erdrüstung und erhaltet Schutz vor Stabilität. Verhalte für kurze Zeit einen Unverwundbarkeitsnebel. Oh, der Nebel ist, glaube ich, nicht schlecht, oder? Die Nebelform. Da könnten wir mal hin. Gewährt Stabilität und verwandelt euch in einen Tornado, der Gegner hochschleudert und zurückschlägt. Schwarzmagie können wir, was ist Arkane, was können wir uns da? Verwüstet das Gebiet. Verursacht dabei gegnerkritischen Schaden und heilt euch dabei. Der Effekt der Heilung hängt dabei von der Anzahl der getroffenen Gegner ab, okay. Energieentladung. Trefft euren Gegner mit Energie für kritischen Schaden. Ihr und Verbündete in der Nähe verursacht euren nächsten paar Angriffen kritischen Schaden. Je mehr Stapel Arkana macht... Okay, aber dann müsste ich wieder mit Arkan spielen, ne? Blockiert Angriffe, Schulterschutz, Energie. Wenn ihr 3 Angriffe geblockt habt, explodiert er und verursacht kritischen Schaden. Sprengt Gegner im Zielbereich. Also ich glaube, die Schwarzmagie war da für mich interessanter. Wir werden die jetzt einfach durchgrinden. Wir haben ja noch ein paar Punkte. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, da kommen wir erstmal wieder so weit. Und dann können wir mal gucken, dass wir was anderes nehmen. Wobei, das ist jetzt eigentlich hier okay, oder? Ja, hier kriegen wir länger brennen. Und die Glyphe finde ich eigentlich nicht schlecht, so, ne? So, wie lange läuft die jetzt? 20 Sekunden. Dann sollte ich die vielleicht am Anfang casten, ne? Glyphe der Kraft. Wo habe ich die? Okay. Aber wisst ihr Bescheid, wenn wir die nehmen, dann kriegen wir auf jeden Fall einen guten Bonus. Dann muss ich die mit in die rote einbauen. So, was haben wir hier? Wir haben ein bisschen Geld, was wir uns holen können.
Aber wir haben immer noch Punkte übrig, ne? Aber womit level ich jetzt weiter? Mit Arkan, mit Luft oder mit Erde? Da werde ich mir in der Pause Gedanken drüber zu machen. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir wieder hin sollen. Wir sollen tatsächlich hier unten hin. Das heißt, Löwenstein wäre die nächste Story-Quest. Dann können wir hier in Garanfelder jetzt erstmal weitermachen. Wir porten uns dahin und werden jetzt wieder erst ein bisschen questen und so weiter und so fort, bis wir weiter in der Story kommen. Denn... Was wollt ihr denn jetzt hier? Ich blute! So. Okay, aber ich krieg Schaden, glaube ich, dadurch, ne? So, also, dann meinen wir die mal töten, beziehungsweise erstmal uns jetzt den Quest widmen ein bisschen und gucken, wo wir überhaupt hin sollten. Also, wir haben jetzt hier das Gebiet. Ich würde vielleicht tatsächlich hier zuerst hin. Zu dieser Quest. Und dann starten wir hier. In der Höhle waren wir ja schon drin, ne? Ah ne, da hier war ja ein Punkt auch drin, ne? Ne, da oben war ja den Punkt. Den sollten wir uns vielleicht zuerst holen. Sonst suchen wir den nachher wieder übelst, ne? Das ist auch ein Gummuschößling. Nehmen wir den mal mit. Was kommt da? Ein Chupa Chupa. Ne, Chupa Braca heißen die oder so, ne? So ein Ziegensauger. Sieht fast zumindest so aus. So, fall mal um. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen hier durchpesen jetzt. Aber die sollen wir eigentlich gar nicht töten. Aber wir haben einen schönen Stab bekommen. Gleich wieder einen netten Skin dazu. Stark. So, wir müssen nämlich hier unten hin. Heute noch. Nett! Sehr nett! Kommen auf jeden Fall guten Loot von denen. Guck mal, da ist ja der Obermuff, die von denen. Alter, was ist das? Ich muss mal hier raus. Ich will den Mufti kaputt haben. Ich wollte gerade schon sagen. Das ist der nächste Mufti von denen. Zack. So, dann können wir jetzt schnell kommunizieren, oder? Hab ich ein Item bekommen? Michael, nichts auf! Ja, ich habe ein Item bekommen. Sehr gut. Und eine neue Maske haben wir bekommen. Präzision und Wildheit haben wir ja nicht gesagt. Ich hätte tatsächlich... Leben ist auch nicht schlecht, ne? Leben und... Komm, wir nehmen das hier. Ich hätte gerne Leben. Packen wir die mal an. Ausrüsten. So, und dann haben wir den Punkt auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Dann kommen wir hier raus.
So können wir auch hier rumgehen. So. Schwäche macht mich krank. Ich glaube, ich brauche die. Du sollst doch hier den töten. Euer Sieg wird von kurzer Dauer sein. Kommt ihr, Heinz? Euer Sieg wird von kurzer Dauer sein. Nein, der wird von langer Dauer sein. So. Hier unten ist nochmal eine Höhle. Ob wir da rein sollten? Ja, komm, wir gehen da rein. So, da sind beide gefallen. Das ist dieselbe Höhle, wo wir schon waren. Ja, waren wir doch mit der Priesterin drin, oder nicht? Ist hier nicht das, wo wir die Piratin da beschwört haben? Also, mir war fast so. Aber wir brauchen die Viecher nicht. Hier sind noch ein paar Zentauren. Die können wir nehmen. Also so, im Moment haben wir jetzt eine Phase, wo ich sagen würde, unser Magier ist jetzt ein bisschen schwächer. Wir haben da oben einen Punkt, den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Den werden wir auch mitnehmen. Dann können wir uns an dem Punkt auch direkt ausloggen. Denn die Folgen sind zu Ende jetzt. Ich brauche Hilfe. Komm, spring runter. Oh, wo der hinschießt. Ich stehe hinter dem und der schießt hier hin, der Dulli. So, lauft mal hier schön durch mein Feuer. Sehr gut. Es scheint, als wäre hier jemand gewesen. Hier ist alles so leer. Egal, Freunde, dann locken wir uns hier aus und machen in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.